Der Schulz-Effekt wirkt offenbar auch bei der SPD in Mecklenburg-Vorpommern. Seit dem vergangenen Sonntag haben die Sozialdemokraten offiziell einen Kanzlerkandidaten und damit einen Herausforderer für Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Nominierung von Martin Schulz sorgt für einen Aufschwung der Sozialdemokraten. Demnach ist die SPD so stark wie seit der Bundestagswahl 2013 nicht mehr. Ihre Werte kletterten bundesweit von 21% auf 28%. Innerhalb von einer Woche konnte die SPD den Abstand zu CDU, CSU fast halbieren. Außerdem gewann die SPD binnen weniger Tage neue Mitglieder. In Mecklenburg-Vorpommern gab es 28 Neueintritte. Das entspricht ziemlich exakt 1% der aktuellen Mitgliederzahl im Land von 2800. Wir haben ja die Landtagswahl gewonnen, stehen also ganz gut da. Und ich glaube, dass wir mit Manuela Schwesig, die bei uns ja die Nummer 1 sein wird für den Bundestag und die als Ministerin eine hervorragende Arbeit gemacht hat, das höre ich immer wieder auch in Gesprächen auf der Straße, da denke ich, dass wir gute Chancen haben. Und wenn wir jetzt noch einen Kandidaten im Bund haben, wie Martin Schulz, der dazu führt, dass die Menschen sagen, das ist eine wirkliche, echte Alternative zur Kanzlerin, dann glaube ich, werden wir auch hier im Land gute Werte bekommen. Auch in der SPD und in der Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern wird über die Chancen von Martin Schulz diskutiert, Bundeskanzlerin Angela Merkel tatsächlich abzulösen. Ich glaube, dass ganz viele Menschen, nicht nur innerhalb der SPD, ganz viele Menschen spüren, da ist jemand, der sehr glaubhaft ist, der viel Erfahrung auf dem internationalen Parkett hat, der ja einen tollen Wahlkampf gemacht hat für Europa. Und ich bekomme mit, dass die Menschen sagen, das ist eine wirkliche Alternative, das kann was werden. Jetzt muss die SPD sich unterhaken, kräftig kämpfen und dann glaube ich, dass wir eine wirkliche Chance haben. Eine Erklärung für den Schulz-Effekt hatte der Chef des Markt- und Meinungsforschungsinstitutes Forsa, Manfred Güllner, geliefert. Er sprach von einer höheren Mobilisierung als bei der Nominierung von Per Steinbrück 2012. Zitat: Ein Teil der von der SPD ins Lager der Nichtwähler und Unentschlossenen abgewanderten früheren Wähler hat nun wieder zurückgefunden.